Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich habe euch ja gestern Abend noch versprochen, dass es heute nochmal ein weiterführendes Video gibt, wenn die Patch Notes draußen sind. Die sind auch draußen, auch auf Deutsch. Und dort habe ich so ein paar Sachen rausgesucht, die noch sehr, sehr interessant sind, die man vor Season 4 Beginn auf jeden Fall wissen sollte. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ich habe mir von den Balance-Änderungen, Klassenänderungen, Charakteränderungen, UI-Änderungen und so das Wichtigste und Interessanteste meiner Meinung nach rausgesucht. Und wenn ihr nochmal alles nachlesen wollt, was wirklich sehr viel ist, dann checkt auf jeden Fall den Link unten in der Videobeschreibung ab. Ich habe euch natürlich die Patch Notes nochmal dort eingefügt, wenn ihr selber nochmal komplett alles durchlesen wollt. Es sind sehr viele coole Sachen dabei. Aber wie gesagt, ich gehe hier erstmal auf die wichtigsten und meiner Meinung nach interessantesten Sachen ein. Und dann fangen wir direkt mal an mit dem ersten. Die Stufen-Mindestanforderung von Items wurde reduziert. Das ist für heilige Items jetzt 35. Und für vermachte Ahnen-Items 55. Das gilt übrigens auch für Uber-Unix. Bedeutet, ein Uber-Unix kann jetzt schon auf Level 55 getragen werden. Das ist sehr krass. Zusätzlich können Uber-Unix auch von Level 55 Gegner fallen gelassen werden. Ihr erinnert euch, das war vorher, ich meine, 85 gewesen. Also auch eine sehr coole Änderung. Eine kleine Sache noch zur Höllenflut, die wichtig ist: Wenn ihr in der Höllenflut sterbt, dann verliert ihr ja immer die Hälfte eurer Glut. Zusätzlich wird dieser Meter, diese Leiste, die ihr auffüllt für die Bedrohung, auf null zurückgesetzt. Das wusste ich auch nicht. Ja, das ist auch schade. Deswegen auf jeden Fall nicht in der Höllenflut sterben. Wichtig für die ganzen Barb-Spieler, die mit Dust Devil spielen, mit Staubteufeln, die wurden jetzt auf 15 maximal reduziert, das heißt mehr als 15 gleichzeitig sind nicht möglich. Die bewegen sich aber dafür schneller und sind auch schneller wieder weg. Das heißt, man kann auch schneller wieder neue spawnen lassen. Aber 15 ist jetzt hier das Maximum. Für den Druiden ganz wichtig: Die Wölfe, die ihr rufen könnt, haben jetzt 200% mehr Leben. Die Respawn-Zeit wurde halbiert und allgemein alle Minions auf dem Necro können jetzt die Buffs vom Spieler bekommen, beziehungsweise kriegen die Stärke auch vom Spieler gut geschrieben. Dann ein paar Änderungen zu einigen Unix, vor allen Dingen die Änderung zu Jens Segen ist sehr krass. Das war ja vorher, dass ihr eine Fertigkeit wirken konntet, wenn ihr eine Fertigkeit gewirkt habt, dass ihr zu 20 bis 30% eine Chance hattet, eine andere Fertigkeit zu machen. Und jetzt sind es 40 bis 60, also verdoppelt. Das ist sehr krass. Talisman des verbannten Fürsten wurde extrem genervt. Dort wurde erstmal allgemein die Stärke halbiert und die Ressourcen, die nötig sind, wurden von 300 auf 275 verringert. Das ist ganz gut, aber die Stärke wurde um die Hälfte reduziert. Das ist schon sehr krass. Klingplatten wurde komplett gereworked. Da gucke ich mal, ob ich vielleicht schon was von D4 Builds einblenden kann. Wenn nicht, lese ich es euch einmal durch. Klingplatten wurden aktualisiert und funktioniert jetzt im neuen Vollendungssystem. Hat jetzt nicht mehr keine Affixe, sondern vier Dornen-Affixe. Neue einzigartige Macht: Dornen haben jetzt eine Chance von 10% 100 bis 150% erhöhten Schaden zu verursachen. Bedeutet vier Affixe. Das heißt, diese Affixe kann man auch mit der Vollendung erhöhen. Bin ich sehr gespannt, ob Klingenplatten dadurch extrem stärker geworden sind oder schlechter geworden sind. Das wird sich dann zeigen am 14. Zunehmender Mond wurde geändert. Und zwar war es vorher so, dass ihr durch den Tod eines Gegners Leben bekommen habt. Jetzt bekommt ihr Mana durch das Töten von Gegnern. Könnte sein, dass damit zunehmender Mond eventuell spielbar wird. Zwei neue Elixiere kommen ins Spiel. Elixier des heiligen Bolzen, das lässt immer Bolzen frei, wenn ihr einen Gegner tötet. Und Elixier des Schwungs, das ist sehr krass, gibt euch nämlich 3% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit für 5 Sekunden, wenn ihr einen Gegner tötet. Und das könnt ihr bis zu 15 Mal stapeln. Bedeutet, bei 3% Erhöhung mal 15 sind bei 45% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, die ja bei 200% gecapped ist. Wenn man dazu noch Schuhe und vielleicht einen anderen Boost nimmt, ist man da sehr schnell auf dem Cap. Könnte ich mir vorstellen, dass das richtig cool ist in der Höllenflut, dieses Elixier. Beide Elixiere geben 6% erhöhte Erfahrung. Dann gibt es noch zwei coole neue allgemeine Optionen. Einmal kann man die Kamera jetzt weiter rauszoomen. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell die Rauszoom-Stufe wie bei einem Endboss verfügbar ist. Genau wissen wir das noch nicht. Sehen wir dann, wenn es draußen ist, kann man in die Grafikeinstellungen einstellen. Apropos Weltbosse, die wurden wohl signifikant stärker, beziehungsweise haben jetzt signifikant mehr Leben auf Weltstufe 3 und 4.
Wird sich ja zeigen, ob die jetzt endlich mal länger als 2 Sekunden aushalten oder jetzt oder immer noch so einfach sind. Mit euren Reittieren könnt ihr jetzt in der Stadt boosten, das bedeutet die Sporen geben. Das fand ich immer ein bisschen doof, dass in der Stadt es eigentlich schneller war, zu Fuß zu laufen, als mit dem Pferd zu laufen. Also in der Stadt können wir jetzt das Pferd auch schneller machen. Und auch noch eine wichtige Sache: Die Flüstertruhen geben 500 Obolusse. Das ist relativ witzig, weil ihr euch ja für 20 Obolusse einen flüsternden Schlüssel holen könnt. Das heißt, wenn ihr den Schlüssel einsetzt, habt ihr immer 480 Obolusse plus. Also für alle da draußen sofort am ersten Tag 10 Schlüssel auf Tasche holen, um dann immer die Flüstertruhen aufzumachen. Auch ein guter Trick. Und Tipp für die Höllenflut, weil dort ja auch immer sehr viel Glut rauskommt. Und last but not least, man kann jetzt endlich die Frisuren ändern. Das finde ich sehr wichtig, weil ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war. Ich glaube, zu Season 2 fiel mir auf, dass der Druiden, Werwolf und Werbär, die das Fell sich daran richtet, was ihr für eine Frisurfarbe habt. Und ich musste mir damals einen neuen Druiden machen, wenn ich die Frisur ändern wollte. Das soll jetzt auch an der Kommode gehen. Bedeutet für alle Eternal-Leute da draußen, die die Frisur mal ändern wollen, egal ob es jetzt Farbe ist oder die Frisur an sich, ihr könnt das jetzt machen mit Season 4. Ich bin so unfassbar gehypt aus Season 4. Da wird es auf jeden Fall direkt losgehen. Wird natürlich wieder am Dienstag um 19 Uhr starten. Ich denke mal, dass um 19 Uhr oder um 18 Uhr, je nach Sommer- oder Winterzeit, die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, der Patch draußen sein wird. Wieder die kleine Info an euch: Vielleicht den Patch nicht sofort runterzuladen, weil von Season 1 auf 2 war es, meine ich, hatten wir große Probleme und man konnte mal fast 2 Stunden nicht spielen. Bedeutet, wenn ihr den Patch erstmal nicht runterladet, könnt ihr immer noch weiter spielen und schon ein paar Änderungen, die serverseitig reinkommen, euch anschauen und den Patch dann erst später runterladen. Da auf jeden Fall aufpassen. Ansonsten checkt den Clan ab, wie immer, kommt auf den Discord und wir freuen uns alle auf den 14. Mai. Werde ich natürlich alles livestreamen auf Twitch. Wenn ihr da dabei sein wollt, einfach mal Twitch abchecken und vorbeischauen. Und wie immer natürlich würde ich mich über ein Follow auf den Kanal freuen, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.